Konnichiwa, liebe Kasparinnen, Kasparaußen und Mädels. Jo, meine Freundin und ich, wir lesen euch heute den ersten Teil der Kolumne, eine Geschichte über den Drachenlord. Kolumne aus dem Sommerloch. Der Drachenlord, eine kleine Geschichte über Hass. Das Ganze wurde am 27. Juni 2023 verfasst. Und zwar unter der Webseite mreviews.de. In seinen Anfangstagen galt das Internet als Informations- und Kommunikationsplattform. Es dauerte nicht lange, bis auch die Unterhaltungsbranche das Netz für sich entdeckte. Und mit den Jahren machten Anbieter wie YouTube und Co. möglich, dass nahezu jeder mit einer Webcam oder einem Smartphone eigene Inhalte erstellen sowie hochladen konnte und damit gelegentlich zu Ruhm gelangte. Dass der nicht immer positiv sein muss, zeigt die Causa Rainer Winkler alias Drachenlord, der sich seit über einem Jahrzehnt dank provokanten Inhalten nicht nur im digitalen, sondern auch im echten Leben mit seinen Kritikern auseinandersetzen muss. Gräbt man jedoch ein bisschen tiefer, erkennt man schnell, dass der den Hass gegen sich aktiv befeuert und damit ein durchaus einträgliches Geschäftsmodell geschaffen hat. Dass Winkler dennoch konsequent von einer Mehrheit der Medien als reines Opfer betitelt wird, entsetzt, denn die Wahrheit ist eine ganz andere. Frisch aus dem Sommerloch, eine Kolumne über Hass und seine Folgen. Die Anfänge. Blickt man auf die ersten zaghaften Gehversuche von Rainer Winkler, 33, im Internet zurück, scheint es sich bei ihm lediglich um einen von unzähligen Amateuren zu handeln, die seinerzeit ausgerüstet mit mittelmäßiger Technik und quasi nicht vorhandenem Konzept ihren Weg auf die wie Pilze aus dem Boden sprießenden Videoplattformen gefunden haben. Anfang August 2011 war das, als sich der sichtbar unbeholfen und vor schlecht ausgeleuchteter Kulisse im heimischen Elternhaus agierende Mittelfranke erstmals dabei filmte, wie er zu Metal-Musik headbangte. Kurz nach dem Tod seines Vaters, der zu Lebzeiten jeden Anschluss ans Internet verwehrt hatte. Anfangs hielt sich der Erfolg noch in überschaubaren Grenzen. Auf den ersten Blick war Winkler also einer von vielen, die ebenso schnell wieder verschwinden sollten, wie sie gekommen sind. Doch die schier unendlichen Möglichkeiten der digitalen Welt und sein schon damals sehr ausgeprägtes Geltungsbedürfnis sorgten dafür, dass am Ende alles anders kommen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt war der sozial schwer anpassbare Sonderschüler mit dem prägnanten Dialekt allenfalls als Leiharbeiter tätig, konnte sich aufgrund schlechter Arbeitsleistungen bis hin zu deren akuter Verweigerung aber nie lange in einem bestimmten Tätigkeitsfeld halten, wie ein Blick auf den Lebenslauf und entsprechende Schreiben belegen, ein paar wenige von längst zahlreichen geleakten Dokumenten. Doch trotz dieser bescheidenen Aussichten fühlte sich Winkler zu höherem berufen. Und das Internet erschien ihm als geeigneter Ort zur Umsetzung dieser Ambitionen. Nachdem seine jüngere Schwester aufgroß offener Schulden einen Drohanruf erhielt, veröffentlichte Winkler 2014 ein wuterfülltes Video und drohte darin jeden mit Gewalt, der es wagen würde, sein nächstes Umfeld zu belästigen. Dadurch geriet der Drachenlord mitsamt seiner bisherigen Formate in den Fokus mehrerer Leute, die sich fortan in rasant wachsender Anzahl im Forum der mittlerweile stillgelegten Website lachschon.de über ihn lustig zu machen begann. Weil er in diesem Video auch noch unbedacht seine Adresse öffentlich machte, gilt dieser Moment in den Medien als stattdessen, was heute als sogenanntes Drachengame längst eine einzigartige Dynamik angenommen hat. Dem ist jedoch nicht so. Zwar mögen einige wenige das Video zum Anlass genommen haben, Winkler tatsächlich einen Besuch im bis dato noch sehr ruhigen und überschaubaren Dörfchen Altschauerberg abzustatten, doch richtig Fahrt nahmen die Ereignisse erst später auf. Bis dahin war es immer öfter zu virtuellen Schlagabtauschen und Aktionen zwischen Winkler und seinen von ihm als Hater, gemeint sind eigentlich Hater, was aufgrund dessen dialektbedingte Aussprache aber nicht direkt ersichtlich wird, betitelten Antifans gekommen. Mutter und Schwester hatten das Grundstück zu diesem Zeitpunkt längst verlassen, da beide nicht gewillt waren, den auf beiden Seiten zunehmend aggressiver
mitgetragenen Konflikt und dessen Konsequenzen länger mitzutragen. Die von Winkler bis heute regelmäßig wiederholte Geschichte lässt diese Tatsache erwartungsgemäß außer Acht. Eine Weile blieb die pflegebedürftige Großmutter alleine mit Winkler auf dem Grundstück zurück. Überfordert von dessen Bedürfnissen ließ er diese allerdings in ein Pflegeheim einweisen und widmete sich fortan nur noch der Karriere im Netz. Während er das fünfstellige finanzielle Erbe des Vaters überwiegend für Erotikchats und anderen Tunnel verpasste. Eine anhaltende Angewohnheit, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Der Hass nimmt zu. In dieser Zeit offenbarte sich immer mehr die desaströse Persönlichkeit Winklers, dessen mittlerweile nachgewiesene narzisstische Persönlichkeitsstörung sich bereits damals darin manifestierte, dass er jedwede, selbst angemessene Kritik an seinen Inhalten sowie seiner Person als Mobbing deklarierte und darauf in der Regel mit schwersten Beleidigungen innerhalb seiner Videos reagierte. Dass seine stetig wachsende Anzahl an Abonnenten und Zuschauern nahezu ausschließlich aus Hatern bestand und besteht, will er bis heute nicht wahrhaben. Dass die Kritik an der Person Rainer Winkler alles andere als unberechtigt ist, zeigt sich unter anderem in seinem Umgang mit den vielen Klein- und Nutztieren, die nach dem Weggang der Familie auf dem Grundstück verblieben waren. So ließ er seine Meerschweinchen ebenso wie das Pferd der Familie aus mangelnder Sorgfaltspflicht und schierem Desinteresse einfach verhungern, fütterte Katzen mit Schweinefleisch und auch die Hühner dürften irgendwann aus ähnlichen Gründen qualvoll verendet sein. Lediglich den Hund gab er in ein Tierheim ab, nachdem die Hater Winkler immer wieder bei den zuständigen Behörden gemeldet hatten. Auch Frauen behandelt er ausschließlich respektlos und betrachtet sie allenfalls als Lustobjekte, denen er regelmäßig ungefragt Nacktbilder zusandte. Reagierte das Gegenüber mit Ablehnung, folgten auch hier die üblichen Schimpftiraden. Nicht selten wurden die Frauen in folgenden Streams zusätzlich diffamiert. Ablehnung ist etwas, mit dem Winkler wie mit so vielem anderen auch absolut nicht umgehen kann. Ungebrochen von jedweder Kritik oder Rückschlägen baute er seine Reichweite im Internet immer weiter aus und spülte damit regelmäßig neue Hater an sein Ufer, die ihrerseits ebenfalls nicht untätig blieben und eigene Websites, Kanäle und Co. gründeten, in denen ausschließlich Themen rund um den Drachenlord und seine Inhalte besprochen wurden. Zahlreiche Leaks offenbarten schon damals die erwiesene Intelligenzminderung und schlechte Allgemeinbildung Winklers, welche miteinander kombiniert regelmäßig in utopischen Aussagen: Die Haut ist kein Organ. Es gibt nicht zu jung, nur zu eng. Ein Holocaust wäre mal wieder eine nice Sache, gipfelten. Egal, ob er sich als legendärer Liebhaber, Alleskönner oder Alleswisser inszenieren will. Darauf angesprochen, reagiert er unfähig, sich auch nur kleinste Fehler eingestehen zu können. Pumpig, aggressiv und nicht selten mit einem Bann von seinen Kanälen. Denn Winkler muss immer Recht behalten, um jeden Preis. Das verlangt der Narzissmus. Wer ihm widerspricht, ist automatisch ein Hater und Mobber. Autoritäten? Hater? An ihm gerichtete Forderungen. Ganz klarer Fall von Hate und Mobbing. Und Winkler genießt es, sich über seine Mitmenschen stellen zu können. In seiner Welt ist er etwas ganz Besonderes. Nicht dumm, allenfalls missverstanden. Er weiß alles besser, kann alles besser und hat zu allem eine Meinung. Die untermauert er gerne mit Lügengeschichten, die über Jahre so zahlreich dokumentiert worden sind, dass man bereits von einem notorischen Lügner sprechen kann. Gehen dem Drachenlord dann auch noch die Argumente aus, wird eben gebrüllt und gebannt. Die Mitschuld an den Geschehnissen sieht er nicht. Egal, was ihm Schlimmeres widerfährt, Schuld haben immer die anderen. Das Spiel beginnt. Als ihm 2016 aufgrund zahlreicher angehäufter Schulden aller Art zeitweise der Strom abgestellt wurde, entschloss sich Winkler zu einem Posterverkauf im Hof seines damaligen Grundstücks. Und die Leute strömten herbei. Nicht jedoch um zu kaufen, sondern um ihn auszulachen und zu provozieren. Und der Drachenlord rief schlussendlich genervt die Lokalpolizei. Der wohl erste von unzähligen weiteren Anrufen über die nächsten paar Jahre.
Die aber schritten nicht ein und wiesen unter Applaus der Menge darauf hin, dass Winkler sich die Leute ja selbst eingeladen hätte und sich nun selbst um das Problem kümmern müsse. Dumm nur, dass die Leute auch nach dem Posterverkauf immer wieder zu ihm reisten und es wurden immer mehr. Denn nun wussten sie, wie leicht der schnell reizbare Drachenlord auf die Palme zu bringen ist. Pilgern nennen die Hater das. Und Winkler reagierte wie erhofft, mit Gebrüll, wüsten Beschimpfungen und sogar körperlicher Gewalt, wobei sich seine Hemmschwelle über die Jahre immer weiter abbaute. Dieses Ereignis ist der tatsächliche Beginn des sogenannten Drachengames. Die Folgezeit kann man für die restlichen Bewohner am Atschauerberg wohl nur als außerordentliche Belastung bezeichnen. So wurde der Drachenlord der erste deutsche Streamer, der Opfer von Swatting wurde, nachdem ihm Hater die Feuerwehr auf den Hals gehetzt hatten. Um den zahlreichen Besuchern Herr zu werden, die sich später im sogenannten Schanzenfest zu einer kaum noch kontrollierbaren Masse in der Gemeinde versammelten, mussten ganze Sonderstaffeln ausrücken, während Winkler seelenruhig auf seinem Balkon grillte und damit noch mehr Öl ins Feuer goss. Schließlich erließ die Gemeinde eine Betretungsverordnung, welche die Besucher aber auch nicht abhielt, zum Drachenlord zu pilgern. Egal ob bei Tag oder bei Nacht. Wenn Winkler sich erneut bis zur Heiserkeit die Seele aus dem Leib brüllte und dabei zuschlug, mit Rotkohlgläsern oder Steinen warf und sogar einer Axt auf die Leute losging, war der Frieden im beschaulichen Alte-Leute-Dorf endgültig dahin. Für Angriffe wie diese wurde Winkler immer wieder vor Gericht gestellt und verurteilt, kam jedoch mit Auflagen stets auf Bewährung davon. Nur um im nächsten Stream wieder alles zu revidieren, sich keiner Schuld bewusst zu sein und den Hass munter weiter anzufachen. Hier eine Gesamtschuld auszumachen, ist auch für die Justiz denkbar schwierig gewesen. Zwar war Winkler in der Regel der Hauptaggressor, innerhalb einer Konfrontation wurde von den Hatern aber meist zuvor bis auf Blut provoziert. Dabei ist anzumerken, dass auch zahlreiche Hater mit der Zeit für ihre Taten verurteilt worden sind. Hier treffen Aktion und Reaktion unmittelbar aufeinander. Winkler, der sich mit der Zeit komplett in seine Rolle als angebliches Mobbingopfer eingelebt hat und immer wieder moniert hat, dass ihm weder Polizei noch Politik helfen wollen, äußerte sich jedoch mehrfach, dass er den Hass gegen sich bewusst anheizen würde, weil er damit nun einmal sein Geld verdient. Doch wer sich nicht intensiv mit der Geschichte des Games befasst, würde in der Tat zunächst annehmen, dass es sich bei Rainer Winkler lediglich um einen übergewichtigen, etwas dümmlichen Dorftrottel handelt, der einfach nur Videos im Internet machen will und aufgrund seiner Unbeholfenheit bei nahezu sämtlichen Tätigkeiten von zigtausenden gemobbt wird. Danke, Alplali. Dabei bleibt unbeachtet, dass Winkler von der dadurch generierten Aufmerksamkeit, besonders aber aufgrund des bei Uninformierten ausgelösten Mitleids, gut leben kann und es auch nicht anders will. Denn ohne den ihm entgegengebrachten Hass hätte er keine Inhalte, keine Abonnenten, damit keine Einnahmen und am Ende auch niemanden mehr, der sich für ihn interessiert. Und wenn sich Winkler in seinem Narzissmus und seiner grenzenlosen Egomanie von einer Sache fürchtet, dann ist es die Bedeutungslosigkeit und der Zwang, eine reguläre körperliche Arbeit ausführen zu müssen. Das Ende der Schanze. Über die nächsten Jahre verkommt das Grundstück zu einer im Grunde menschenunwürdigen Ruine. Nicht nur, aber auch durch Beschädigungen seitens der Hater mag man als Vorbeigehender denken, hier an einem Lost Place angekommen zu sein. Farbflecken, Graffitis und mehr zeugen von einer jahrelangen intensiven Auseinandersetzung zweier verfeindeter Parteien, von denen jeder für sich die Deutungshoheit der eigentlichen Kausalität für sich beansprucht. Doch die immensen Abfallberge auf dem Hof und der komplett zugemüllte Innenbereich des Haupthauses heben auch hier erneut den besonderen Beitrag des Drachenlords hervor. Immer wieder kommt es vor dem Zaun zu Auseinandersetzungen. Es folgen weitere Strafanzeigen gegen die Hater und Winkler, der immer nur behauptet, sich verteidigt zu haben, in der Regel aber auch Unbeteiligte aggressiv angeht, die einfach nur zufällig am Grundstück vorbeigehen. Die Jahre der selbstgewählten Isolierung haben den Drachenlord paranoid gemacht.
Eine Hemmschwelle ist kaum noch vorhanden. Regelmäßig philosophierte er in seinen Streams von Massenwut und befand sich sichtbar und gelegentlich sogar darüber hinaus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Seine Aktivitäten im Internet zu beenden, wie es die meisten Hater verlangen und wie es ihm sogar das Gericht einst nahegelegt hat, will Winkler nicht. Ganz gleich, was das für ihn bedeutet. Denn einfach aufzugeben, das lässt seine psychologische Veranlagung nicht zu. Als 2020 der Amoklauf in Wien weltweites Entsetzen auslöste, reagierte der Drachenlord auf diese Ereignisse auf der Kommunikationsplattform Discord angesprochen mit den Worten: Versteht mich nicht falsch, aber was interessiert mich das? Was kümmert mich das? Na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf, gefühlt. Und brachte damit auch einige seiner loyalsten verbliebenen Follower gegen sich auf. Unzählige weitere Aussagen und Ereignisse fallen in diese Zeit, zu viele, um sie alle aufzuzählen. Sich gegen Mobbing zu engagieren, ist Winkler nach eigenen Worten ein wichtiges Anliegen und mit der einzige Grund für seine anhaltende Präsenz im Internet. Jedoch nur so weit, wie es sich gegen ihn selber richtet. Vor seinem Tor beleidigte er dunkelhäutige Besucher regelmäßig rassistisch, ging dabei sogar Frauen körperlich an. In dieser Zeit nahm Winkler auch äußerlich immer groteskere Züge an, sah die Schuld dafür aber ebenfalls überall, nur nicht bei sich selbst. Als die Anrufe bei der Polizei immer regelmäßiger wurden, obwohl für deren Eingreifen in der Regel keine Notwendigkeit vorlag, beschimpfte Winkler die Polizisten mehrfach in seinen Streams und landete wegen mehrfacher Beleidigung und mehrerer, teils schwerer Körperverletzungsdelikte Ende 2021 erneut vor Gericht. Gegen die über ihn verhängte Strafe von 2 Jahren ohne Bewährung legte er Berufung ein, der letztendlich in einem späteren Verfahren auch stattgegeben wurde, nachdem der Hauptbelastungszeuge das Opfer eines ungerechtfertigten Schlags mit einer schweren Taschenlampe betrunken vor Gericht erschien. Winkler betrachtete dies als Freispruch und am nächsten Tag begann er von neuem das Spiel mit weiteren Provokationen abermals anzuheizen. Doch bald sollte sich im Drachengame eine Menge ändern. Denn vor Gericht erklärte Winkler, sein Haus mitsamt Grundstück an die Gemeinde verkauft zu haben und sich dadurch künftig den Hatern entziehen zu wollen und mit dem vom Erlös erworbenen Geländewagen durchs Land zu touren, wohlwissend, dass ihm zum Zeitpunkt des Autokaufs bereits aufgrund der zahlreichen Vorstrafen als Gewalttäter eine MPU bevorstand. Anfang 2022 erfolgte schließlich der Auszug aus der sogenannten Drachenschanze, die bald darauf abgerissen wurde. Aufgrund des auffälligen Fahrzeugs gelang es den Hatern relativ schnell, den gefallenen Drachen erneut aufzuspüren. Hotels, in denen er Unterschlupf fand, wurden mit Pizzabestellungen, Anrufen und schlechten Bewertungen heimgesucht, allsamt Aktionen, gegen die sich ein überwiegender Teil der Hater aussprach, denn die anderen sollen nur dann in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie Winkler aktiv unterstützen. Man spricht hier übrigens vom Gott-Midas-Effekt, also dem Gegenteil von König-Midas, der Legenden nach alles in Gold verwandelte, was er berührte. Und Winkler? Der provoziert vom Parkplatz und Hotelbetten entgegen aller Ankündigungen erneut, rief zur Suche auf ihn und ignorierte dabei die anstehende MPU, sodass ihm im April 2022 schlussendlich der Führerschein entzogen wurde. Wenig später war dann auch noch das Auto weg. Selbst dafür schiebt Winkler die Schuld konsequent auf die Behörden, die Post und natürlich auch die Hader, die er Wochen zuvor noch mit seinem Fahrzeug auf einer öffentlichen Wiese in der Nähe seines ehemaligen Wohnortes zu überfahren versucht hatte. Zu dieser Zeit verlor der Drachenlord aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die jeweiligen Nutzerbestimmungen auch seine bisherige Einnahmequelle, nämlich die YouTube-Kanäle, eigenverschulden, Fehlanzeige. Nichts Gutes dazugelernt. Seitdem ist der Ex-YouTuber offiziell wohnungslos. Immer wieder zieht es ihn zurück in seine alte Heimat. Etwas anderes hat er nie kennengelernt. Woanders kommt er nur schwer zurecht. Die Angst, von Hatern angegriffen zu werden, hat ihn ohne schützenden Zaun endgültig in die Paranoia getrieben. Wer ihm Unterschlupf gewährt, tut dies in der Regel nur kurz.
Entweder, weil er von den Tätern aufgespürt wird oder seine Gastgeber zu selbigen mutieren. Denn darin ist der Drachenlord wirklich meisterhaft. In kürzester Zeit durch sein Verhalten selbst die blauäugigsten Menschen mit Hilfssyndrom in Hater zu verwandeln. Rainer ist sich selbst sein größter Hater. Darin ist sich die Community der Antifans einig. Man müsse einfach nur abwarten und sehen, was passiert. Und so ganz Unrecht haben sie damit nicht. Nachdem er durch Alleinverschulden über die Jahre auf nahezu allen wichtigen Videoplattformen gesperrt worden ist und auch diverse Schmuddelblogs mit Inhalten, die ich hier garantiert nicht weiter ausführen werde, vom Netz genommen worden sind, hat er nun auf TikTok seine neue Heimat gefunden. Auch dort verkauft er wieder fleißig Abos für knapp 6 Euro im Monat, ohne dafür aber nennenswerte Inhalte anzubieten. Und die Mädchen, die mit ihrer selten objektiven Berichterstattung immer wieder das Opfernarrativ hervorheben, weil es einfach besser in die ideologische Linie unserer Zeit passt, dabei aber wichtige Fakten außer Acht lassen, spülen Winkler immer neue Abonnenten in seinen Kanal, nur um dort dann früher oder später wieder von ihm beleidigt und gebannt zu werden. Gegenwärtig hat es der Drachenlord komplett aufgegeben, für die eingehende finanzielle Unterstützung überhaupt noch irgendwelchen Content liefern zu wollen. Die Lüge von der Obdachlosigkeit hält er konstant aufrecht, schläft am Abend aber in der Regel in teuren Hotels und lässt sich täglich Essen liefern. Seine Gesundheit hat er sich längst vollständig ruiniert. Kolossales Übergewicht, kaputte Zähne, beängstigend aussehende Durchblutungsstörungen und Wasseransammlungen in den Beinen und völlig entstellte Füße. Hinzu dürfte längst eine unbehandelte Diabetes aufgrund übermäßigen Konsum von Zuckerwaren gekommen sein. Herzprobleme dürfte Rainer Winkler ebenfalls haben. Ungesund sieht er aus. Dieser Tage aufgedunsen, erschöpft. Danach fragen darf man ihn nicht. Denn in der Welt von Rainer Winkler, die sich längst weit von der gegebenen Realität entfernt hat, ist er nach eigener Aussage topfit. Er sammelt Geld für eine MPU, die er entweder niemals machen oder niemals bestehen wird, träumt davon, sein Grundstück zurückzuverkaufen und von Frau und Kindern. Und die Zuschauer geben ihm das Geld, nachdem er täglich mehrfach bettelt, und lassen sich dafür beleidigen und bannen. Begegnet Winkler auf der Straße potenziellen Hatern, werden auch diese wie eh und je angegriffen und beschimpft. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt und in seinen Streams auf TikTok gibt er sich momentan auch aufgrund der hohen Verdienste extrem selbstbewusst. Doch wie lange das fragile Glück anhält, kann man nie genau sagen und die nächste Tiefphase ist quasi vorprogrammiert. Und längst macht auf der Plattform unter größeren Namen die Runde, dass man Winkler als Matchpartner lieber meiden sollte. Dennoch, Rainer Winkler hat geschafft, was sonst nur wenige schaffen. Er hat das Dasein als angebliches Mobbingopfer erfolgreich zum Beruf gemacht. Und das, obwohl selbst Hate Aid ihm die Hilfe verweigert hat, weil die ihn klar als Täter klassifizieren. Fakt ist, Winkler ist kein Mobbingopfer im klassischen Sinne. Er ist immer auch Täter und handelt dabei kalkuliert. Die Kontrolle über die Folgen dieses Kalküls sind ihm jedoch längst entglitten. Niemand hasst ihn, weil er übergewichtig und oder intelligenzgemindert ist. Er wird gehasst, weil er eine extrem bösartige Persönlichkeit ist, weil er durch Betrug und Bettelei mehr Geld verdient als ein arbeitender Normalbürger und dabei genug Verdachtsmomente wegen Steuerhinterziehung angehäuft hat, um das Finanzamt auf den Plan zu rufen. In seiner eigenen Welt, da existiert er als heroischer Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit. In der Realität ist er einfach nur einer von vielen Internetbettlern. Ein Scharlatan. Ein 12-Jähriger im Geiste. Und jeder, der ihn darin bestärkt und unterstützt, der seine Lügen nicht hinterfragt, richtet auf Dauer viel mehr Schäden an als jeder Hater. Wer das Drachengame am Ende für sich entscheidet, kann auch nach all den Jahren niemand genau sagen. Doch eins steht fest. Ob der Drachenlord am Ende durch seine ruinöse Gesundheit ein vorzeitiges Ende findet oder die Hater von einem Tag auf den anderen aufhören zu existieren. Dieses Spiel kann kein Gewinner haben, sondern nur Verlierer. Diese Kolumne gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder. Copyright 2023 bei mreviews.de. Liebe Kasperinnen, Kasperaußen,
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer gemeinsamen Lesung von Robert S. und seiner Freundin. Sayonara, Matane. Medal off.